Hallo, ich grüße euch. Willkommen zu meiner Jahresprognose für das Jahr des Wasserhasen 2023. Was erwartet uns dieses Jahr auf globaler Ebene, in der Wirtschaft, in der Umwelt? Wie ist es um den Weltfrieden bestellt? All das stelle ich jetzt in diesem Video vor. Bleibt also dran! Wir treten am 4. Februar 2023, genauer gesagt um 10.44 Uhr, offiziell in das Jahr des Wasserhasen ein. Der Wasserhase ist quasi die kleine Schwester des Wassertigerjahres, also des vorangegangenen Jahres, denn es ist das gleiche Element oben, nämlich Wasser, und das gleiche Element unten, nämlich Holz, nur dass der Tiger die Yang-Komponente war und der Wasserhase die Yin-Komponente verkörpert. Nun, es ist so, dass nämlich der chinesische Kalender Zeiteinheiten auf jeder Ebene, also auch auf Jahresebene, zyklisch misst. Und zwar anhand von Elementekombinationen und verwendet dazu die Erdzweige, also es sind die Tierkreiszeichen, und setzt darüber eines der fünf Elemente mit seiner Yin- und Yang-Ausprägung. Und das gibt 60 Möglichkeiten. Und die laufen kontinuierlich durch und wir haben also alle 60 Jahre dann eine gleiche Himmelsstamm-Erdzweig-Kombination. Das bedeutet, wir haben 2023 den Wasserhasen und wir hatten 1963 den Wasserhasen, davor 1903, und wir werden auch 2083 wieder ein Wasserhasenjahr haben. Das werden wahrscheinlich viele von uns gar nicht mehr erleben. Was lässt diese energetische Konstellation, also der Geburtschart des Jahres am 4. Februar, zu? Denn eben nicht nur auf Ebene der Jahre, sondern auch auf der Monats-, Tages- und Stundenebene laufen diese 60 Kombinationen durch. Und ihr seht hier also, wie das Jahr aussieht. Da haben wir einmal den Wasserhasen im Jahr, dann haben wir einen Holztiger im Monat, eine Wasserschlange im Tag und eine Feuerschlange in der Stunde. Und die interagieren nun miteinander und das ist die Basis meiner Interpretation. Schauen wir uns zunächst mal die Jahressäule an. Die Jahressäule mit dem Wasserhasen, also Yin Wasser auf Yin Holz, die verkörpert ein Bild, nämlich das Yin Wasser, das sind der Dunst oder die Wolken oder der Tau, und das Yin Holz, das ist Blumen oder Gras. Das bedeutet, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, nämlich Tautropfen, die auf Blättern liegen. Das ist eigentlich ein harmonisches Bild, weil das Wasser, die Tautropfen, die das Holz erzeugen darunter. Daher könnten wir eigentlich mit einem friedlichen Jahr rechnen. Und es ist wohl auch so, dass sich an der Oberfläche die Dinge beruhigen. Aber ich denke, dass unterschwellig Konflikte und Meinungsverschiedenheiten weiter schwelen werden. Denn das Yin-Wasser, das ist ja eben auch der Dunst, die Wolken, dahinter kann man viel verbergen und verschleiern. Also wir können davon ausgehen, dass die Dinge, dass Konflikte und Interessen jetzt eher unter der Hand, unter der Oberfläche, hinter den Kulissen weitergeführt und weiterverfolgt werden. Das Yin-Wasser, das das Jahr bestimmt, das ist das Element, das am meisten Yin ist, und das bedeutet, es ist sehr anpassungsfähig. Es ist freundlich, entgegenkommend, enthält auch viel Wissen und Weisheit und steht auch für Mäßigung und Toleranz und kann auch innovative Ideen bringen. In seiner negativen Form ist es aber auch ein Zeichen für Ängstlichkeit, aber auch betrügerisch und infiltrierend.
Denn Yin-Wasser kämpft nicht so gerne mit offenem Visier. Das ist dann eher so mehr so eine Intrigengeschichte, die das Yin-Wasser verfolgt. Deswegen können wir wohl eher dieses Jahr mit Anschlägen, so indirekten Machenschaften rechnen, zum Beispiel auch bei den Informationen, dass beispielsweise Informationen zurückgehalten werden. Und so kann es sein, dass vielleicht die Berichterstattung manipuliert wird, dass bestimmte Informationen zurückgehalten werden und dadurch in der Öffentlichkeit an der Oberfläche sozusagen ein anderes Bild entsteht als das, was tatsächlich vorgeht und dass die Dinge dieses Jahr einfach auch nicht so klar zuordnenbar sind. Und auch in den sozialen Medien, dass vielleicht Algorithmen angepasst werden, um bestimmte nicht erwünschte Informationen rauszuschmeißen. Das Yin-Wasser, das für die Tautropfen steht, die wollen auch zusammenfließen. Und das bedeutet, dass auch ein Gefühl für Zusammengehörigkeit, also das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit in diesem Jahr eine größere Rolle spielt. Die Leute wollen sich irgendwo einer bestimmten Richtung zugehörig fühlen. Wir sehen auch zwei Schlangen im Chart, im Tag und in der Stunde. Und das bedeutet, das Feuer ist jetzt wieder zurück, etwas stärker. Und Feuer steht ja auch für Optimismus und Spiritualität, für Lebensfreude, auch für Leidenschaft. Aber in der Schlange versteckt ist auch Metall enthalten. Das bedeutet auch Feuerkraft oder Waffengewalt. Also wir werden sowohl Enthusiasmus erleben als auch Gewaltbereitschaft. Und auch das spricht wieder für terroristische Anschläge im verstärkteren Maße. Vielleicht nicht in so großem Umfang, sondern eher kleinere Anschläge, so wie sie in der Welt halt auch immer stattfinden. Der Hase für sich genommen gehört zum Element Holz. Er enthält nur Yin-Holz, ist also reine Energie, hat also das Holz in seiner stärksten Form hier. Holz steht auch für Wachstum, innovative Ideen. Also das bedeutet, wir können dieses Jahr mit innovativen Bemühungen und Bestrebungen der Weiterentwicklung rechnen. Und insgesamt denke ich, dass wir auch Themen wie Umweltschutz dieses Jahr wieder verstärkt haben werden. Und in Kombination mit dem Feuer denke ich, dass wir auch mit neuen spirituellen Ideen rechnen können, also mit neuen Denkansätzen, die jetzt in diesem Jahr Fuß fassen. Das Element Holz gehört auch zur Jugend und daher können wir davon ausgehen, dass Impulse auch gerade von der jüngeren Generation ausgehen können. Und das wird bei den alteingesessenen, etablierten Institutionen und Machthabern wahrscheinlich nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen. Und ich denke, dass da Konfliktpotenzial besteht, dass da streckenweise auch mit Gewalt dagegen angegangen wird, was hier an Neuem aufkeimen möchte. Das Holz, das braucht jedoch auch Disziplin, weil sonst fängt es wild an zu wuchern und zu wachsen. Das Holz hat auch eine gewisse egoistische Neigung und wenn die nicht gezügelt wird, dann neigt Holz dazu, sich selbst sozusagen den Nährboden zu nehmen. Und das ist dieses Jahr besonders gefährlich, also wenn die Leute zu sehr nur an sich denken und nicht auch das Gemeinwohl und den Nächsten im Blick haben, dann könnte das dieses Jahr durchaus zu Problemen führen, weil einfach dann die Gemeinschaft auf der Strecke bleibt und letztendlich dann auch der Einzelne. Das wäre also dieses Jahr ein guter Ansatz, wenn die Menschen mehr diesen Gemeinschaftsgedanken, der auch vorhanden ist, mehr pflegen würden und auch die Natur des Yin-Holzes ist, zu netzwerken, sich zu verbinden, um stärker zusammen zu sein. Das wäre dieses Jahr wohl auch ein guter Ansatz. Auf der anderen Seite können wir da auch davon ausgehen, dass das Gewinnstreben wieder stärker werden wird, dass wir den Aktienmarkt wieder befeuern und auch hier wieder Höhen und Tiefen verursachen. Was sehr wichtig ist in diesem Jahr, durch dieses Yin-Wasser, das oben drüber ist und durch diese Yin-Qualität, die ja eher das Indirekte, das Verborgene bedeutet, müssen wir einfach davon ausgehen, dass der Schein oft trügen kann, dass die Informationen, die wir erhalten, nicht unbedingt das
widerspiegeln, was tatsächlich vorgeht. Das heißt, man muss da genauer hinschauen, sich genauer einarbeiten, was wirklich vorgeht, um hier keine falschen Urteile zu fällen. Holz hat auch eine gewisse Egozentrik. Das heißt, wir werden dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen skurrile Ideen, neue Ansätze sehen. Das kann gerade die Mode- oder die Kulturbranche befeuern, dass da neue Trends entstehen, neue Stilrichtungen vielleicht sogar. Also da können wir gespannt sein, was sich dieses Jahr entwickelt. Der Hase gehört auch mit seiner reinen Energie zu den sogenannten Pfirsichblütentieren. Die stehen für körperliche Liebe, also Sexualität oder auch Beziehungen, Spaß im weiteren Sinne. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich mehr Sexskandale erleben oder irgendwelche Geschichten rund um Sexualität, dass das mehr auflebt, und auch die Unterhaltungsbranche kann davon profitieren. Die Umwelt. Die wird weiterhin ein Thema in diesem Jahr sein, also das Thema Umweltschutz, wie auch schon 2022. Gerade solche Dinge wie diese Klimaaktivisten, die das in einer offenen und sehr aggressiven Weise durchgeführt haben. Ihr könnt euch ja auch nochmal das Video vom vergangenen Jahr anschauen. Da habe ich gesagt, das ist so ein bisschen wie Wilder Westen. Jeder versucht, seinen Willen durchzusetzen. Das haben wir dieses Jahr sehr stark gesehen bei dieser Formation Letzte Generation, die Bilder beschädigt hat, die sich am Boden festgeklebt hat, die hier also wirklich da mit Gewalt ihren Standpunkt versucht haben durchzusetzen. Und das kann sein, dass das dieses Jahr gemäßigter abläuft, dass das indirekter wird, aber dass auch Versuche unternommen werden, hier mehr in Kommunikation zu treten, also die Lösungen gemeinsam zu suchen. Auch das ist eine Chance für dieses Jahr, dass sie vielleicht merken, ja, wir kommen hier mit roher Gewalt nicht weiter. Wir müssen verhandeln, wir müssen andere Wege finden. Das Yin-Wasser ist ja auch die Luft. Das bedeutet, Luft ist dieses Jahr ein Thema, möglicherweise auch wieder mit mehr Luftverschmutzung in irgendeiner Form rechnen. Also sei es durch, dass wir Menschen das verursachen, aber auch zum Beispiel durch solche Ereignisse wie Vulkanausbrüche oder sonstige Naturkatastrophen, die die Luft in Mitleidenschaft ziehen. Auch die Erde ist dieses Jahr sehr schwach vertreten im ganzen Chart, und in solchen Jahren, wo die Erde schwach ist, kann es auch oft zu Erdkatastrophen kommen, wie Erdrutschen. Wir hatten zum Beispiel im letzten Wasserhasenjahr 1963, da gab es das Unglück von Vajont, das ist in Italien. Und zwar ist da ein Teil des Berges in einen Stausee gerutscht. Ganz interessant, also diese Kombination mit dem Wasser. Dadurch ist also das Tal überflutet worden und das hat bis zu 2000 Todesopfern gefordert. Und ein weiteres Unglück im gleichen Jahr hat stattgefunden in Lengede im November. Da gab es ein Grubenunglück und auch hier kam es zu einem Wassereinbruch in einem Stollen. In der Gesundheit ist es so, dass Yin-Wasser oder Wasser steht für den Wasserkreis im Körper. Das sind die Nieren, die Geschlechtsorgane. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich mehr Geschlechtskrankheiten erleben werden. Menschen, die eine Schwäche im Nierenkreis haben, können da in diesem Bereich Probleme bekommen. Auch Rheumatismus kann häufiger auftreten, vor allem bei Leuten, die eine Ratte in ihrem Geburtschart haben. Das Yin-Wasser, wie gesagt, bedeutet auch Luft. Das heißt, mehr durch die Luft übertragene Krankheiten wie Virus- und Bakterieninfektionen oder unsichtbare Infektionen oder auch sexuell übertragbare Krankheiten werden wir häufiger in diesem Jahr erleben. Metall ist auch relativ schwach vertreten und der Hase stößt ja diametral mit dem Hahn zusammen. Der Hahn steht für Metall, für die Atemwege, und das bedeutet, dass wir auch hier wahrscheinlich wieder mehr Atemwegsprobleme oder Atemwegskrankheiten in diesem Jahr sehen werden, vor allem Leute, die einen Hahn im Chart haben. Ich denke, dass Corona uns auch weiterhin noch beschäftigen wird, aber es können auch noch andere Atemwegsinfektionen oder Krankheiten hinzutreten.
Der Hase repräsentiert in der chinesischen Medizin auch die Wirbelsäule und die Leber und den Nacken. Und Menschen mit Vorerkrankungen, die können also dieses Jahr da auch mehr Probleme haben, vor allem auch wenn sie einen Hahn in Chart haben oder wenn der Holzkreis schwach ist. Wasser beherrscht ja die Jahressäule und das kann das Feuer ein bisschen durcheinander bringen, den Feuerkreis. Zum Feuerkreis gehört Herz, Augen, Blut. Das bedeutet, dass Menschen mit Vorerkrankungen auch mit diesen Körperteilen und Organen Probleme haben können. Wie ist es um den Weltfrieden dieses Jahr bestimmt? Ja, wir hoffen natürlich auf ein Ende der kriegerischen Handlungen. Wir blicken auch mit Sorge auf den Konflikt von China und Taiwan. Also China will ja quasi Taiwan heim ins Reich holen und die Taiwaner sind darüber nicht begeistert. Wir haben ja überall auf der Erde, die Menschen sind nun mal kriegerisch veranlagt, haben wir immer wieder irgendwelche Krisenherde. Naher Osten wird auch wohl nie Ruhe geben. Auch die Weltauffassungen werden dieses Jahr besonders aufeinandertreffen. Und das bedeutet, dass das auch wieder kein friedliches Jahr sein wird, vermute ich. Aber wir werden mehr Versuche finden, dass Verträge geschlossen werden, dass man wieder zu einer Einigung kommt, weil selbst der verbohrteste Machthaber ist sich darüber im Klaren, dass wir mittlerweile eine so vernetzte Welt sind und dass durch Kriege Lieferketten unterbrochen werden, der Handel niederliegt dann und dadurch die Menschen im Land leiden. Und das können sie sich auch nicht allzu lange leisten, denn dann steht das Volk auf, wenn die nichts mehr zu essen haben. Und daher denke ich, wird versucht werden, auch zu Einigungen zu kommen, auch wenn die Weltgemeinschaft da genügend Druck ausübt. Aber leider denke ich, dass die Dinge dann wieder unterschwellig weitergehen, dass es dann solche Dinge sein werden wie 1963 im letzten Wasserhasenjahr, wenn wir uns erinnern. Das war auch ein Jahr, wo ich gesagt habe, es gibt neue Ideen, innovative Ideen, die vielleicht auch noch nicht reif sind für die Zeit, aber trotzdem eine Saat säen, einen Eindruck hinterlassen, der sich über die Jahre entwickeln wird. Da haben wir zum Beispiel die berühmte Rede von John F. Kennedy. 1963 war das, ich bin ein Berliner. Da hat er ja Berlin besucht und hat also gegen diese Ost-West-Konflikt hier auf eine friedliche Art und Weise, nämlich mit einer mitreißenden Rede, versucht aufmerksam zu machen, dass das hier also keine gute Sache ist mit diesem eisernen Vorhang. Wir erinnern uns, Berlin war damals geteilt. Und diese Rede von John F. Kennedy, die war ein Loblied auf die Freiheit. Und wir erinnern uns auch, er hatte ja auch in der Kuba-Krise, wo sein ganzer Stab auf Krawall gesetzt hatte, auf Krieg, dass die Bomber fliegen sollen und wo Russland sich da auch noch mit eingeschaltet hatte, da hatte Kennedy ja mit dem russischen Machthaber hier den Konsens gesucht und sie haben sich einigen können. Es ist auch gelungen, in dem Jahr ein Verbot von oberirdischen Atomwaffentests durchzusetzen. Also man hatte Atomtests gemacht und das hat zu so starken Umwelt- und vor allem Luftverschmutzung auch eben geführt, radioaktive Verseuchung, dass die Leute eingesehen haben, nee, das können wir so nicht weitermachen und haben dann ein Abkommen getroffen. Und ab da fanden dann die Tests nur noch unterirdisch statt. Immerhin, also es ging quasi in den Untergrund, aber auf der anderen Seite konnte das diesen Ost-West-Konflikt auch nicht ausräumen, trotz Bündnissen. Denn wir erinnern uns, dieser Kalte Krieg schwelte nach wie vor weiter. Und auch andere Ansätze von Kennedy, der stand ja für eine neue Politik im Land. Und das hat nicht jedem gefallen. Und im gleichen Jahr wurde er ja in Dallas während eines Attentats erschossen. Das ist alles 1963 passiert. Virales Gedankenblut brachte im gleichen Jahr auch ein anderer Amerikaner aufs Tablett, nämlich Martin Luther King. Er hat diese elektrisierende Rede I Have a Dream in diesem Jahr gehalten. Und da ging es
um seinen Traum, dass die Weißen und Schwarzen friedlich und gleichberechtigt nebeneinander leben. Das war in der damaligen Zeit eigentlich noch Zukunftsmusik. Auch er, wie Kennedy, sprach von Gewaltfreiheit, der Versuch, seine Ideen in die Welt zu tragen und Veränderungen durchzuführen, ohne das mit Waffengewalt zu erreichen. Auch dafür stand Martin Luther King und seine Rede ist bis heute in den Köpfen der Menschen vorhanden und hat ja im Nachgang mit dazu beigetragen, dass eine Gleichberechtigung der Schwarzen in Amerika und später auch in der Welt herbeigeführt wurde. Wir bedenken, es wurde ja sogar schon mit Barack Obama dann ein schwarzer Präsident. Das wäre 1963 undenkbar gewesen. Und so können wir vielleicht in diesem Jahr 2023 auch mit neuen Redelsführern rechnen, mit neuen Denkansätzen, die in die Welt getragen werden, die vielleicht noch nicht sich endgültig durchsetzen werden, aber zumindest Impulse geben werden, wie es in der Zukunft aussehen kann zum Besseren. Wir werden wohl mit Friedensbemühungen rechnen können. Ich denke auch mit Russland und der Ukraine. Aber ich befürchte, dass das möglicherweise nicht von Dauer sein wird, beziehungsweise einfach in den Untergrund rutschen wird. Vieles noch nicht gelöst. Wir werden wahrscheinlich 2023 weitere Vorstöße in Sachen Gleichberechtigung der Frau oder auch des dritten Geschlechts erleben. Also ich denke, dass sich da einiges tun wird. Auch das ist typisch für Wasserhasenjahre. Zum Beispiel wurde 1903, es war auch ein Wasserhasenjahr, ein Verein in England gegründet, um das Frauenstimmrecht einzuführen. Ich denke, dass das dieses Jahr auch ein Thema sein wird. Ich denke auch, dass es zu einigen Machtverschiebungen auf der Welt kommen wird und die werden vielleicht nicht so offen ausgetragen, sondern eher so durch Putsch und Anschläge, durch eine Unterhöhlung der vorhandenen Regierung, dass es da zu Machtverschiebungen kommt und dass das wohl mit Waffengewalt ausgeübt werden wird. Und wie gesagt, ich denke, dass vorhandene Machtinstitutionen sich wahrscheinlich gegen neue Denkansätze auch möglicherweise mit Gewalt zur Wehr setzen können. Aber die Geschichte zeigt, dass wenn eine Idee einmal geboren ist, dass man sie eine Zeit lang vielleicht unterdrücken kann, aber nie ganz töten. Wenn wir uns die Wissenschaft anschauen, so können wir, denke ich, auch wieder mit Errungenschaften im Bereich Umwelttechnik rechnen und wahrscheinlich auch in der Medizin. Das Yin-Holz steht auch für die Medizin. Ich hatte ja gesagt, Holzkreis ist Leber. Interessanterweise fand in einem Wasserhasenjahr 1963 die erste Lebertransplantation statt. Das ist in den USA passiert. Das ist schon interessant, ne? Dass das in einem Hasenjahr passiert, wo quasi das Thema Leber besteht. Vielleicht werden sich auch neue Formen der Kriegsführung in der Wissenschaft weiterentwickeln. Das wäre so die negative Seite, wollen wir es mal nicht hoffen. Aber auch in der Naturheilkunde insgesamt kann sich da einiges tun. Kommen wir zur Wirtschaft. Ich hatte ja gesagt, dass 2022, also der Wassertiger, ein heißer Kandidat für einen Finanzcrash ist. Der ist ja glücklicherweise nicht eingetreten. Es hat sich also ausgelebt durch eine besonders starke Inflation und eine Zinserhöhung als Gegenmaßnahme. Das kam nicht zum totalen Zusammenbruch. Und das lässt mich allerdings hoffen, dass wir auch 2023 nicht unbedingt diesen befürchteten Finanzcrash erleben werden, sondern dass sich die wirtschaftlichen Schieflagen, die sich ergeben, in Form einer verstärkten Base ausleben werden, leider eine noch verstärktere Inflation erleben werden, also das Geld weiterhin an Wert verliert, aber es muss nicht unbedingt sein, dass das ganze System dabei kippt. Möglich ist es natürlich, wir befinden uns ja in einer Umbruchsphase. Ich habe gesagt, das ist 2024, werden wir offiziell in Periode
neuen Eintreten, ein neues Zeitalter, das sich ja ein Wandel, der sich über die letzten Jahre vollzogen hat. Das hat auch zu den starken Umwälzungen geführt, die wir erlebt haben. Das heißt, offen ist natürlich alles. Es kann natürlich immer zu Einbrüchen kommen, besonders wenn irgendwelche Großereignisse eintreten, wie eine Naturkatastrophe, denn der Aktienmarkt ist sehr empfindlich sowas gegenüber. Aber möglicherweise kommen wir in Anführungszeichen nur mit einem starken Werteverfall davon. Der starke Werteverfall wird dazu führen, dass die Leute weiterhin in Kryptowährungen zu fliehen versuchen, um ihr Vermögen irgendwie zu retten. Aber wie wir auch 2022 gesehen haben, das ist kein sicherer Hafen. Dieser Kryptobereich ist noch sehr, sehr schwankungsanfällig, hochspekulativ und kann also abstürzen bis hin, dass die Währung komplett verschwindet und dann das Geld komplett weg ist. Also es ist alles noch relativ unsicher und schwammig. Nichtsdestotrotz ist ein Holzjahr, wie also das Wasserhasenjahr, auch ein Jahr, in dem Wachstum da ist. Und wir haben ja auch wieder Feuer und den Optimismus. Das wird den Aktienmarkt schon wieder antreiben. Das wird zwar in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlassen, denke ich, und wird wieder in einem Bärenmarkt münden, aber wir werden durchaus auch wieder Höhen erleben. Womit wir auf jeden Fall rechnen müssen, ist, dass die Produktionskosten steigen, die Lieferkosten auch steigen werden, dass da irgendwie Probleme gibt und dadurch eben alles teurer wird und sich aber nicht unbedingt die Löhne erhöhen bzw. entsprechend erhöhen. Das heißt, den Menschen bleibt eigentlich weniger in diesem Jahr und sie müssen mit weniger auskommen oder vielleicht auch mehr arbeiten fürs gleiche Geld. Durch Corona, wo wir so eingeschränkt wurden, besteht aber auch ein großes Bedürfnis, ein großer Hunger, jetzt wieder das Leben zu genießen, Party zu machen, Kultur und Kunst zu genießen. Und das wird in der Unterhaltungsbranche auch viel Auftrieb geben. Und sei es nur, dass die Leute sich irgendwie in Netflix und Konsorten abzulenken versuchen. Von den Branchen her, wir haben die Wasserbranche, die wird sehr produktiv sein und die kann aber auch viel Umsatz machen. Dazu gehört die Kommunikationsbranche, das Transportwesen, Versand und Getränke. Die Branchen, die dem Holz zugeordnet sind, wie Bauträger, Landwirtschaft, Mode oder Modebranche, die können viele neue Errungenschaften erleben. Und ich vermute, dass wir gerade in der Modebranche neue Trends erleben werden, weil der Hase ja auch ein Pfirsichblütentier ist in der Unterhaltungsbranche, Kultur, Kunst. Wenn wir uns das vergangene Wasserhasenjahr angucken, das sind ganz neue Musiktrends aufgekommen mit den Beatles. Die Beatlemania ist da 1963 sehr stark rausgekommen. Die haben dann ganz neue Akzente gesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr auch hier ganz neue Trends erleben werden, neue Stars, die aufgehen und die vielleicht sogar langanhaltende Trends schaffen können. Sei es in der Mode, sei es in der Musik, sei es in der Filmbranche. Die Erdebranche, weil die Erde dieses Jahr schwach ist, wird die wahrscheinlich eher Probleme, viele Hindernisse haben, Regulationen. Ich denke, dass der Immobilienmarkt eher schwächelt, aber es kann auch Profite geben. In der metallverarbeitenden Industrie und Automobilindustrie, da können wir dieses Jahr Höhen und Tiefen erleben. Also es können Gewinne gemacht werden, aber es wird auch herbe Verluste zu verzeichnen geben. Das gleiche gilt für das Bankwesen. Die Feuerbranche, die kann stark gefördert werden, wird ebenfalls auch Rückschläge erleiden. Die Gewinne werden dabei dann auch zurückbleiben. Wir müssen jedoch noch in Betracht ziehen, dass wir uns, wie gesagt, auf das Zeitalter von Periode 9 zu bewegen, die dem Element Feuer zugeordnet ist. Das bedeutet, dass Themen wie Technologie, die Kryptowährungen, Aktien, all diese Dinge, auch Spiritualität, Auftrieb erhalten werden und dass diese Bereiche einfach im Kommen sind und man sollte da also sein Augenmerk schon drauf richten, sich da mehr mit befassen. Das ist nicht mehr noch eine Nebenerscheinung, sondern das wird immer mehr in unserem Alltag Einzug halten. Und möglicherweise wird das auch die normalen Währungen, wird die Kryptowährung vielleicht irgendwann mal tatsächlich unsere normalen Währungen ersetzen. Das ist eine Entwicklung, die sich aber über Jahre vollziehen wird, gehe ich mal davon aus. Was sind deine persönlichen Erfolgsstrategien? Wie kannst du dich am besten mit den Energien des Jahres angleichen?
Ja, Holz braucht Disziplin, na, weil sonst wuchert es wild. Also wenn du Ideen hast, dann musst du auch schauen, wie kannst du dem eine Struktur verpassen, wie kannst der Gemeinschaft nützen, weil sonst ist das halt nur eine Gehirnblähung. Holz braucht Feuer, braucht Wasser, braucht Erde, Feuer, Spiritualität und Optimismus. Und das brauchst du auch in diesem Jahr. Also bleibe optimistisch, sieh das Positive in den Dingen. Alles hat zwei Seiten. Denn sonst lässt du dich vom Yin-Wasser, das auch für die Angst steht, deinen Geist umwölken und das lähmt das Handeln. Nutze deine Kreativität, mach etwas draus, verwandle es in etwas Sinnvolles, in etwas Nutzbares und dann kannst du dir eine gute Basis für dieses Jahr und vielleicht sogar für die Jahre danach schaffen. Wir sollten, wie gesagt, auch an die anderen denken. Altruismus ist sehr wichtig in diesem Jahr. Themen wie Gerechtigkeit, weil sonst wird Chaos und Anarchie herrschen. Das ist auch eine Gefahr von einem Wasserhasenjahr. Also es ist wichtig, dir darüber klar zu werden, was hast du für Prinzipien und wie kannst du die umsetzen? Auf eine friedliche Art und Weise natürlich. Auch Netzwerken ist in einem Hasenjahr sehr groß geschrieben und es ist sehr wichtig, dass du weißt, wen du vertrauen kannst, aber auch wen du kennst. Wir sind keine Inseln, wir leben mit anderen Menschen zusammen und andere Menschen können uns auch weiterbringen. Das sind alles ganz gute Ansätze, um ein Gefühl der Stabilität uns auch zu verschaffen, wenn wir uns an Prinzipien halten können. Und es ist auch wichtig, dass wir dieses Jahr geerdet bleiben, eben gerade weil die Erde schwach ist. Und schwache Erde bedeutet immer ein Gefühl der Instabilität. Und gerade in Zeiten des Umbruchs und der Veränderungen, da brauchen wir Vertrauen in die Zukunft, dass die Dinge vielleicht auch mal erstmal bitter schmecken, aber sich positiv entwickeln können, vor allem wenn wir das Richtige dazu tun. Das bedeutet, wir sollten dieses Jahr unbedingt auch planen. Also die Dinge einfach laufen zu lassen, dann laufen die Dinge möglicherweise in eine Richtung, die dir nicht gefällt. Und wenn du Herr deines Lebens sein willst, deines Schicksals, wenn du deines Glückes Schmied sein willst, dann ist eine Jahresplanung sehr, sehr wichtig. Gerade auch einen Plan B zu haben, wenn was nicht funktioniert. Und dabei kann dir zum Beispiel eine individuelle Jahresprognose sehr gut helfen. Und auch mein Buch, das ich hier unten verlinkt habe, das kann dir auch ein guter Begleiter während des Jahres sein, denn da gebe ich abgesehen von einer allgemeinen Jahresprognose, wie du sie hier jetzt gehört hast, auch noch individuelle Tipps, wie es den Tierkreiszeichen geht, auch wie du Feng Shui nutzbringend einsetzen kannst, die Energien des Jahres nutzen kannst. Ich gebe viele Tipps, Aktivierungsdaten und vieles mehr. Und wie gesagt, noch effektiver ist es, eine individuelle Jahresprognose bei mir zu ordern. Auch das kannst du, habe ich dir unten verlinkt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen da und abonniere diesen Kanal. Es erscheinen hier jetzt auch noch weitere Prognosen, gerade auch für die Tierkreiszeichen. Also bleib dabei. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Zuversicht und Glück im neuen Jahr. Mach was draus. Deine Cornelia Kara. Tschüss!